Welcome. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin die Ha. Und ich bin Tino. Hallo, hinter der Kamera. Und heute wollen wir euch unsere Wohnung hier in Puerto Rico zeigen, die wir für 1,5 Monate gemietet haben. Und heute ist der letzte Tag. Morgen fliegen wir wieder zurück. Aus Festland erstmal nur. Nach Malaga. Und danach wahrscheinlich nach Deutschland. Ja, und ihr seht wahrscheinlich schon einiges hier. Welcome in the kitchen. Die Küche ist echt mega cool. Alles da gewesen. Komplett ausgestattet, ein riesen Kühlschrank. Und hier so ein riesen Grill. Hatten wir so als Toaster benutzt. Aber einen Toaster gibt es auch noch. Und einen Mixer und eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher. Also wirklich sehr, sehr cool. Und modern eingerichtet. Und es mag ich voll, dass hier überhaupt keine Griffe dran sind. Ne? Mega cool. Ja, Backofen haben wir sehr viel benutzt. Das war sehr wichtig, so sehr richtig gut. Und Mikrowelle. Und ja, schaut euch das mal an. Dieser Dunstabzugshaube. Da wussten wir am Anfang überhaupt nicht, wie das funktioniert. Denn es, also wenn man hier sieht, es gibt überhaupt keine Knöpfe. Und dann mussten wir tatsächlich erstmal unsere Vermieterin anrufen bzw. fragen, wie das funktioniert. Und sie kam hier rein und sagt so: Tada! Und wir so: Okay, darauf sind wir nicht gekommen. Man lernt nie aus. Man lernt nie aus, das stimmt. Ja, hier eine kleine Garderobe mit einem Schuhschrank und Wohnzimmer. Ja, der Fernseher ist ein bisschen klein geraten, finde ich, aber dafür das Internet richtig, richtig gut. Download und Upload super schnell, finden wir richtig gut, vor allen Dingen für YouTube-Videos. Ja, in den Schränken ist halt Geschirr und Zeug drin, alles da. Klimaanlage hatten wir tatsächlich nicht so oft benutzen müssen, nur zweimal, als es so eine krasse Hitzewelle war. Das Sofa möchtest du vielleicht vorführen, oder? Das ist dein Lieblingsblatt. Kommst du mal her. Ja, ich liebe dieses Sofa, muss ich zugeben. Das ist so ein amerikanisches. Und dann hat man hier diesen Knopf und kann diese... Da kann man hier so rausfahren. Man hat ja so eine richtig schöne Lümmel- und Schlafposition. Und es ist auch ganz weich. Und es macht einfach super Spaß, hier drauf zu liegen. Ich kann mir irgendwie nichts Bequemeres vorstellen. Und das Ding ist auch, ich kann tatsächlich... Boah, perfekt. Okay, man sollte es nicht ganz so weit ausfahren, haben wir in der Regel auch nicht gemacht. Aber man kann hier so hier die Füße abstellen, hat hier eine schöne Ablagefläche und jetzt hier auf seinem Laptop rumschreiben. Und das habe ich tatsächlich ganz schön oft gemacht und so quasi gearbeitet. Problem ist, dieser Teil lässt sich ausfahren, dieser Teil auch, der in der Mitte nicht, den kann man theoretisch auch wegstellen, aber man hat quasi keine glatte Fläche für ein Besucherbett quasi, also man kann nicht wirklich ein Bett aus der ganzen Sache bauen, das ist echt ein Nachteil, aber ansonsten ist es die bequemste Couch, die ich bisher kennengelernt habe und die werde ich sehr, sehr, sehr vermissen. Oh. Ja, wie Har schon gesagt hat, der Fernseher ist natürlich viel zu klein geraten für dieses Riesenboard. Ja? Und vor allen Dingen haben wir hier eine Anlage drin, sogar mit Zaunzaun. Und da oben sind Lautsprecher und irgendwo anders, glaube ich, auch. Das heißt, der Ton war dann richtig, richtig gut. Am Anfang fehlte noch das Kabel zwischen Fernseher und hier, weil die den Fernseher getauscht haben. Aber Kabel haben sie uns gegeben. Der Vermieter war da echt hinterher. Und ja, hat einen super Ton und aber ein winziges Bild, das nicht ganz so ideal ist. Aber ansonsten, ja, wir haben hier diese Schränke, die sind ganz praktisch. Da sind Gläser drin und Schälchen drin und alles Mögliche. Ja, und dann haben wir hier eigentlich den Esstisch, den wir aber zum Arbeitstisch umgewandelt haben. Hier hat Har immer gesessen, hat immer die Videos bei euch geschnitten. So, und dann haben wir hier diese kleine Kammer, nämlich die Kammer mit dem großen Bett, wobei so groß ist es gar nicht, ist nur so ein Queen-Size-Bett, aber für uns beide war es okay. Ja, sogar zwei Kopfkissen, zwei, wie nennt man das, Kommoden, kleine Schränkchen, wo man schön die Handys ablegen kann, aufstellen kann, laden kann.
Oder auch hier vom Bett aus arbeiten, auch nicht schlecht. Genau, und es sieht auch alles schick und modern aus und in diesem weiß-beige-grau gehalten. Also finden wir sehr, sehr toll. Fenster ist super, weil kann man lüften natürlich. Und dann haben wir darüber weggelegt, dass ich auch einen Arbeitsbereich bekomme. Und der wäre quasi hier, dieser kleine Schminktisch, wo der Spiegel fehlt. Das heißt, ja, hier kann man eigentlich nur arbeiten, aber er ist tatsächlich sehr klein. Und ich habe halt festgestellt, dass auf sich auf der Couch viel besser arbeiten lässt. Und von daher war das dann nur Ablage gewesen. Ja, und dann haben wir hier noch 4 richtig fette Einbauschränke oder beziehungsweise 4 Teile, aber ein riesiger Einbauschrank. Da kann man tonnenweise Klamotten oder alles Mögliche verstauen. Da sind auch unsere Koffer drin und also wirklich einfach alles. Diese Tür lässt sich auch schließen. Das ist eine Schiebetür. Finden wir auch super als Schiebetüren, weil es halt super platzsparend ist. Denn hier in Puerto Rico gibt es ein Problem. Es ist in der Nacht laut und es ist aber vor allen Dingen sehr, 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 sehr hell. Und warum, zeige ich euch jetzt. Denn hier befindet sich unser toller Balkon. Und der ist wirklich mega schön. Der Blick, wir haben in die Richtung den Meerblick. Richtung den Blick zu den Bergen und wir können sogar den Pool von hier sehen, das heißt wir können sehen, ist gerade viel los, ist wenig los, wann können wir runter. Zum Glück war die meiste Zeit immer wenig los und die Poolanlage ist auch wirklich sehr, 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 sehr schön. Ganz klares Wasser, so gut wie kein Chlor, also man riecht gar nicht nach Chlor, ich weiß nicht warum, wie die das lösen, aber es ist sauber und es ist super angenehm und es macht einfach Spaß da zu liegen. Sonnenschirme gibt es auch und ja, hier ist immer ein sehr frischer Wind. Jetzt, wenn die Sonne scheint, geht's. Aber wenn man im Schatten sitzt und am Vormittag ist immer Schatten hier, dann war das eigentlich schon... Ja, ihr merkt schon, worauf ich darauf hinaus will. Gleich. Also wenn man im Schatten sitzt, dann war es uns immer sehr, sehr kühl hier. Also wir mussten tatsächlich immer Pullover anziehen, haben aber immer hier gefrühstückt und auch Nachmittag, unser Mittagessen quasi zu uns genommen und hatten halt immer diese herrliche Aussicht da. Und es ist einfach nur wunderschön. Hier oben ist auch noch eine Markise. Da haben wir sogar eine Fernbedienung, mit der wir die automatisch ausfahren können. Das Ding ist nur, es ist so windig und das Ding knackst und wackelt rum und wir haben da ein bisschen Schiss gehabt, das überhaupt zu benutzen. Weil ja, mit dem Wind und irgendwie ist es ganz schön wackelig, das ganze Teil. Aber sie ist da und wenn es nicht so windig wäre wie heute wieder, dann wäre das eigentlich eine super Sache. Kann man hier im Schatten sitzen, vielleicht sogar auch arbeiten, wenn es nicht zu doll hell ist. Und ja, wir haben auch noch einen Bewegungsmelder mit Licht hier draußen dran. Ich habe keine Ahnung, warum man hier einen Bewegungsmelder installiert hat, denn eigentlich Licht an oder Licht aus wäre eigentlich ausreichend gewesen. So saßen wir immer hier im Licht und dann ging es aus und dann musste man bewegen und dann ging es wieder an und so weiter und so fort. Aber ja, es ist super hell hier, wenn die Sonne scheint und es ist windig, deswegen gehen wir wieder rein. Aber auch natürlich super praktisch zum Wäschetrocknen, dass man den Balkon hat und die frische Luft und nachmittags die Sonne. Die Scheiben sind getönt, das ist auch sehr, sehr gut, weil wenn man jetzt hier arbeitet und quasi nach draußen guckt, dann ist es nicht so arg hell, als wenn man die Tür offen hat. Was ist das Problem an Puerto Rico? Das Problem ist, es ist sehr, sehr laut. Tagsüber eigentlich nicht, aber in der Nacht. Denn wir haben ja da unten dieses Centro Comercial, ja, also wo die ganzen Restaurants sind und viele Bars und da Diskothek wahrscheinlich auch. Und die schallen quasi eigentlich fast die ganze Nacht durchweg richtig laut, zumindest nach oben. Und weil das Tal so eine Art Kessel ist, strahlt dieser Lärm eigentlich irgendwie hier nach oben weg. Und wenn wir unten beim Gebäude sind, hört man nichts. Und wenn man hier oben ist und auf dem Balkon ist oder die Tür auf hat, das ist einfach krass laut. Das ist unglaublich. Und zum Glück konnten wir das Ganze, weil die Fenster und die Türen hier sehr gut isoliert sind, was auszuhalten. Und wir können theoretisch sogar auch noch hier so Jalousien runter machen. Geht auch vollautomatisch, also ist echt nobel.
Damit könnte man natürlich das Ganze auch noch blockieren. Ja, und das ganze Tal ist im Grunde genommen auch in der Nacht erleuchtet. Also es gibt super viele Lichter da draußen, allein bei diesem Centro Comercial, weil das alles ausgeleuchtet ist, sodass hier ein unglaublich helles Licht reinscheint. Und da ist natürlich dann super, wenn man die Jalousien hat und halt wirklich komplett abdunkeln kann, wenn man denn möchte. Ja, und geschlafen haben wir eigentlich immer mit zu und Jalousien, weil es einfach sonst viel zu hell gewesen wäre. Ja, dann haben wir noch das Bad und das darfst du jetzt übernehmen. Dann komm mal mit ins Bad. So, hier ist noch ein kleines Bad, auch mit Fenster. Und ja, ist alles sehr hell weiß gehalten. Übrigens, die Wohnung ist komplett neu renoviert, tatsächlich. Also erst frisch. Und wir sind, glaube ich, mit einem von den ersten drei Mieter, die hier wohnen dürfen. Wir haben hier zwei Waschbecken, so ein Doppelwaschbecken, Spiegelschrank und hier unten auch noch Schränke. Auch keine Griffe dran, finde ich voll cool. Kann man sie nicht stoßen und so. Die Dusche ist mega geil, ebenerdig. Und guck mal, wie hier diese Dusche gefliest ist, total cool. Rutscht man nicht aus, egal wie nass und feucht der Boden ist. Ja, und Regendusche. I like it very much. Und hier gibt es noch zwei andere Brausen, wenn man halt keine Haare waschen will. Und ja, sehr, sehr schön. Und hier hinten in dem Schrank versteckt sich noch eine Waschmaschine. Haben wir auch sehr gerne benutzt. Und ja, hier oben noch andere Badsachen. Genau. Ja, das war's eigentlich von der Wohnung, ne? Ja, was können wir zum Abschluss sagen? Also uns hat es unfassbar gut in der Wohnung hier gefallen. Es ließ sich unfassbar schön hier arbeiten und vor allen Dingen auch entspannen. Der Pool ist grandios, der ist immer sauber, sehr gepflegt, nicht zu kalt, dann eher der Wind, der sehr kalt ist manchmal. Und überhaupt nicht chlorig, also es raucht nicht nach Chlor, obwohl der Pool wirklich glasklar sauber war. Ja, also das war extrem angenehm. Wir haben auch noch einen Parkplatz hier unten, das war natürlich super praktisch, als wir den Mietwagen hatten. Und ja, wir werden diese Wohnung unglaublich vermissen. Auch diese Couch, auch diesen Blick und den Pool. Ja. Und auch, dass sie so modern ist, ist einfach super schön und auch so hell. Ja. Finden wir sehr, 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 sehr angenehm. Puerto Rico an sich ist auch sehr convenient. Also wir haben hier alles in der Nähe, Bushaltestelle, Supermarkt, verschiedene sogar. Genau, mehrere Supermärkte. Alles ist innerhalb von 10 bis 15 Minuten zu Fuß erreichbar. Also man braucht gar keinen Mietwagen eigentlich, wenn man einfach nur hier genießen will. Was auch viele machen, hängen die ganze Zeit nur im Pool rum oder gehen zum Meer vor oder so. Sportmöglichkeiten, denn wir müssen immer 200 Stufen hoch und runter laufen. Genau. Muss man nicht. Ja. Man kann auch ein Taxi nehmen. Ja, aber wie gesagt, das einzige Manko ist eben in der Nacht, dass es laut und hell ist. In der Wohnung hier kein Problem. Ja. Konnten wir so super kaschieren mit den guten Isolationen und mit den Jalousien. Aber das würde vielleicht einige schon stören, ja. Wir hoffen, euch hat die Roomtour gefallen. Falls ihr auch mal in Puerto Rico sein wollt und auch in dieser Wohnung sein wollt, dann können wir euch gerne den Airbnb-Link verlinken unten in der Infobox. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Liken nicht vergessen. Und kommentieren. Abonnieren. Und die Glocke. Und die Glocke. Genau. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So toll die Jalousien auch sind, sie sind aber auch sehr langsam. Hundert Jahre später. Stehst du immer noch? Ja. It's a wrap!